frische Forellen. Drei frische Forellen, die sind vorhin richtig frisch geschlachtet worden. Die haben wir geholt. Guckt ihr? Schöne Kerl, gell? Jo. Und die tun wir jetzt ein bisschen stopfen, ein wenig würzen. Ja, und dann wickeln wir die Ei in schönen, geilen Bäckenmantel. Forellen und Bacon. Habt ihr das schon mal probiert? Das ist verdammt geil. Hallo bei Holgers Grillen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt das Mangel an Respekt. Bitte verstehen, mein Verhalten. Ein Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe. So, anfangen tun wir jetzt mit Zitrone. Ich habe mich da eine Zitrone in Scheiben geschnitten und habe die Scheiben dann geteilt. Die stecken wir jetzt da in den Bauch vor der Forellen. Ja. So, schön rein damit. Und dann können wir schon, machen wir ein wenig Platz da. So, können wir schon ein wenig würzen. Und zwar nehmen wir da ein wenig Meersalz. Ein bisschen schwarzen Pfeffer. Und Chili. Schön Chili drauf, ja. So, das gleiche machen wir jetzt vor der anderen Seite. Schön Meersalz. Schwarzen Pfeffer. Und natürlich Chili. So. Jawohl. Also, im Bauch sind die Zitrone. Ja, da drin. Und jetzt kommt der Bacon. Jawohl. Jetzt wickeln wir schön den Bacon um die Forellen. Da sparen wir natürlich nicht mit Bacon sparen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Immer schön kräftig rumgewickelt. Ja, damit die Forellen auch richtig gut schmeckt. Auch Forellen an sich schmeckt ja blank eigentlich ja ziemlich leer. Deswegen würzt man die ja ein wenig. Ja. Und mit Bacon, da macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Da macht man alles richtig mit Bacon. So, und wenn man das dann hat, so. Dann mache ich mich über die anderen zwei Fischler. Der Grill heizt auf und dann legen wir schon los. Alright. Dann legen wir mal los, okay? Forelle mit Zitrone gefüllt im Beckenmantel. So. Schön drauf, meiner Fischler. So. Und noch eine. So schaut das aus. Schön, gell? Ja. Und mir gefällt es, wenn ein Fisch noch Bacon schmeckt. Ja, das qualmt und qualmt richtig mächtig. Also, und Handschuhe anziehen natürlich, ja? Immer Handschuhe anziehen. Jawohl. Herrlich. Ja. Immer rumdrehen. Ja, nicht lange warten, immer rumdrehen, weil der Bacon, der brennt, der macht Feuer. Ne? Also immer schnell. So am Minuten, dann wieder rumdrehen. Ja, ich habe mal schnell den Deckel zugemacht. Also ich habe hier eine Temperatur von 230, 240 Grad. Ja, das ist richtig heftig. Deshalb drehe ich ja die Forellen immer so schnell wie möglich wieder um, ja, damit sie nicht kohlrabbelschwarz werden. Ich will sie ja schön braun. So der Lach. Bei uns gibt es jetzt Abendessen. Nicht einmal? Jawohl. Schön. Heiß. Ah, zeige ich das einmal.
So schaut die aus. Schön, ja. Mit dem Bacon außenrum. Ja. Und wir, ja, heute gibt es keine Probe, tut mir leid, das geht jetzt ganz schlecht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Holgers Grill. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Fisch mögt, probiert es mal aus mit Bacon. Das geht natürlich auch mit Barsch, ja. Also Wolfsbarsch oder mit anderen Fischen, ja, Hering, Makrelen, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ich habe heute Forellen und ja, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Holger. Servus, haut euch rein.